Am Samstag, dem 15. April, laden wir sehr herzlich zu unserem nächsten Konzert in die evangelische Kirche ein. Es singt das Ensemble 1521. Das Programm trägt den Titel Lux Aeterna, ewiges Licht. Es bietet einen Ausblick auf die ewige Herrlichkeit. In diesem Programm verschmilzt die ausgehende Renaissance-Musik mit der Musik des Frühbarock. Thomas Louis de Victoria kommt als 17-Jähriger nach Rom und trifft dort unter anderem auf den berühmten Giovanni Perluigi da Palestrina, dessen Nachfolger als Leiter der Kapelle des Collegium Germanicum er wird. Als er inklusive Priesterwürde nach Madrid zurückkommt und dort persönlicher Kaplan von Kaiserin Maria wird, ist er es, der die ausgehende Vokalpolyphonie der Renaissance 1605 mit dem Officium Defunctorum der Totenmesse für seine Kaiserin Maria zur Vollendung bringt. Zur gleichen Zeit reist der junge Heinrich Schütz nach Venedig zu seinem Studium bei Giovanni Gabrieli. Dort lernt er den neuen barocken Stil kennen, bei dem die Emotion und die Symbolkraft des Wortes in klingende Musik gebracht wird. Schütz wird darin genauso ein Meister sein wie sein Kollege und Freund Johann Hermann Schein. Schütz demonstriert seine Meisterschaft, das Wort in Ton umzusetzen, in der geistlichen Chormusik 1648 und Schein in seinem Israelsbrünnlein. Diese bedeutenden Motettensammlungen gelten als das Paradebeispiel für ausdrucksstärkste Wortausdeutung. Das Programm spannt einen thematischen Bogen vom irdischen Diesseits, der in die Ewigkeit des Jenseits führt. Wir freuen uns auf dieses Konzert.